So, ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der. Auf der Felsbrunn! Auf der Felsbrunn sind wir, ja, bei unserem Projekt Farmhaus Tagebuch. Da. Geht's hier weiter? Wir sind immer noch beim Haferdreschen. Flo! Martin. Wie ist es jetzt dann, wenn du jetzt den Hänger kurz hingestellt hast? Dann machen wir es so, ich bringe den dann runter, oder? Wenn der Hafer verkauft ist. Aber wir müssen sowieso noch einen Preis machen, entscheiden. Das bringt alles so nichts. Ich glaube, ich mache da schon das Richtige, ich mache da schon einen guten Preis. Ah, guck, wir haben schon wieder ein bisschen was bekommen. Wie gesagt, das eine Geld da, das kriegen, das, was du ja in meinen Anhänger reinmachst, das kriege ja sowieso ich. Ja, ja, das ist, meinst du? Ja, bei den Dings war es ja auch so. Ja, weil du es verkauft hast, ich will ja mal was ausprobieren. Wenn ich das mit deinem Anhänger ich hinfahre, ob das dann du kriegst, das Geld, oder ich krieg. Und da weiß ich nämlich auch den Fehler. Du hättest da meinen Hof rüberspringen müssen. Aber wir wollen es mal so machen. Das passt jetzt erstmal, das war jetzt mal eine Anzahlung. Den Rest kriegen wir. Oder man kann es auch so machen, du fährst mal mit. Das können wir probieren. Fährst mal mit und ich kipp's aus, wer dann das Geld bekommt. Das wäre auch mal eine interessante Idee. Wahrscheinlich immer der, dem wo der Anhänger gehört. Ich weiß das auch nicht mehr. Es ist schon zu lange her. Wir hatten das damals bei einem Lohnunternehmen. Aber ich weiß es nicht mehr. Viel zu lange her. Ich fahre ja alles Stroh ins Lager. Ja, ja, das ist so kein Problem. Stimmt, da wollten wir auch noch was nachgucken. Ja, das gucke ich noch mal später. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel du insgesamt für Dinge krit hast. Für die Rüben, die du bekommen hast. Wenn du mir damals sagen würdest, wie viel du kriegen würdest, dann könnte ich auch mal so ein bisschen, schon mal so einen Preis ungefähr ausrechnen. Ich sag mal so, pro Stunde will ich ja nicht bezahlt werden, sondern... Pro Rüben? So, pro Tausend? Nee, ja, wir machen einfach pro erledigte Arbeit. Jetzt pass auf, wir haben jetzt da zwei Fuhren runtergefahren. Ja. Das waren, wo waren wir denn da? Getreidespeicher Ost war das, gell? 297. Ja. War das davor auch schon 297, ja? 297, die 1000 Liter. Rechne mal bitte aus. Mit Taschenrechner. 250.000, ich glaube, geteilt durch 297, wenn ich mich nicht irre. War es geteilt oder? Die 1000 Liter kriegst 297, so. Bei 10.000 Liter sind 2.790, bei 100.000 Liter sind es 27.900
Oder, nee, warte. Ich meine 27.900, ich depp. Bei 100.000 sind es 29.700. So. Dann haben wir aber 250.000 Liter. 29, 40. Ja, um die 50.000 waren es. Um die 50.000. Muss man dann nochmal schauen. Ich mach da schon einen ordentlichen Preis, das war passt. Wie gesagt, ich will einen Test noch schnell machen und dann haben wir so. Dann rechnet man ab schon mal den Teil. Und den letzten Teil. Dass jetzt mal weiterkommt. Aber hier Hafer geht echt wenig raus, gell? Brutalst wenig. Da bräuchte ich schon große Felder. Wenn kaufst du noch 22 und dann machst du da draußen ein großes Feld. Ja, muss man mal schauen erstmal. Jetzt muss ich erstmal Kohle ran schaffen. Bist eh am rüberfahren, jetzt habe ich schnell mal Luft, muss ich mal was gucken. Stroh. Scheune, 62 Euro. Oh, leck, das ist aber gar nichts. 62 Euro pro 1000 Liter. Das ist ein Witz, ist das. Kann ich es ja gleich herschenken. Ja, ich glaube, am besten ist es, wenn du das für Tiere benutzt. Ja. Naja, wenn nicht. Ich pack's jetzt einfach erstmal in dein Lager rein und dann sehen wir schon, für was wir gebrauchen können. Ja. Aber die haben hier, wenn du den Katalog einmal reinschaust, bei Diverses hinten. Also da, wo auch Feldbau dabei ist. Da gibt es doch diese 450 kW-Anlagen, diese kleinen. Ja. Da kannst du auch alles reinpacken. Alles, was du hast, alles verheizt das Ding, fast alles. Sogar Rüben, Kartoffeln und so Zeug auch. Dann bin ich am überlegen, ob ich sowas irgendwann einmal leiste. Aber hier, wenn hier Leute im Chat mit drin sind, schreibt ihr oder schaut ihr doch mal nach, was so Lohnunternehmen im Prinzip verlangen. Ihr könnt es ja mal reinschreiben bei uns. Oder auch in die Kommentare. Übrigens, hier letztens der Kneti hat sich gemeldet, was mit Paul ist. Der Paul muss sehr viel arbeiten, weil er ihm auch nicht mehr die ganze Zeit schreibt. Aber
Hätte sich ja bei mir auch melden können, oder? Der Paul. Natürlich. Einfach nur reine Faulheit, wenn man sich nicht meldet. Ajo. So, dann packe ich das Ding einmal auf den Hof. Tüt, tüt. Wie gesagt, ich leih mir mal dann schnell mal deinen Anhänger aus und probier das mal aus. Ach, kein Thema. Ich bin immer wieder begeistert von dem Sound. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das total. So, Hafer. Gucken wir mal, was der Hafer bringt. Hafer. 1023 bei Getreidemühle. So, wo ist die wieder? Ach, da hinten. Ja, die ist eh nicht weit weg. Die ist eh hier. Naja, dann. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt, wo das Geld dann landet. Aha, geht bei mir rauf. Naja, das bisschen Hafer hat 20.876 Euro gebracht. Auch nicht schlecht.
Stellen da mal am Hof rüber. Stört ihn nicht. Ja. So, laufen wir mal zum LKW hoch. Ah, bin auch nicht mehr der Jüngste. Weizen 700 bei Getreidespeicher Ost. Ach, und falls ihr euch wundert, wir haben Sondergenehmigung. In der Erntezeit darf man nicht schneller fahren. Thank you.
So, fahren wir den restlichen Rüben auch weg. Man unseren Lohnunternehmer zahlen können. Es wäre bald schief gegangen. Wieder da. Jo, ich hätte bald einen Unfall gebaut. Ja. Kann ich dir jetzt noch was helfen? Momentan gerade nicht. Außer du hättest auch irgendwie eine Anbaumaschine, aber ich glaube nicht, du hast keine, gell? Und da du jetzt auch wieder da bist, ich muss dich auch noch bezahlen, Mensch. Ja. Fällt mir so gerade noch ein. Also ich, mir ist jetzt mal so ein... für die Rüben gewisser schon so eine Art gewisser Umsatz eingefallen. Jo. Ich brauche ja mindestens das raus, was ich ausgegeben habe für die Maschinen. Ja, das ist sowieso klar. Das ist klar. Plus 20.000, 30.000 ja, für den Aufwand. Wenn das okay wäre. Wie viel ist denn jetzt bei dir bei den Dings rausgekommen? Moment. Das sind die Mietkosten, Fahrzeuge, 68.927 Euro. Naja, das waren die Kosten allein für die Mieten, für die Fahrzeuge. Genau. Oh, es war knapp. So, und braucht haben wir 2 Stunden, also jede eine Stunde. Denk mal, da wird auch was anfallen. Ja, und Stroh hat es mir jetzt auch eingefahren. Geholfen. Hm. 60. Oh, 60.000, das ist schon eine Hausnummer. 68.000. Ah, Moment. 68.000. Moment, wie viel hast du jetzt da von den Rüben bekommen, die was du abgeladen hast? 24.000. Nee, 23.000. Er zieht ihn mal ab. Sind's noch? 80.000. 80.000, oh. Also, ich habe das jetzt so gemacht, dass du. Dass ich eigentlich 100.000 verlangt habe, aber du hast ja jetzt schon. Ich habe jetzt schon 23.000 bekommen. Mhm. Also wären das. 77.000 noch. Oh, Moment, ist jetzt das gegangen? Gerne noch überweisen. Achso, 77.000. Komm, und ein bisschen Trinkgeld. Oh, hast du bekommen? Ja. Gut, ich habe jetzt dabei zwar gerade noch 35.000, aber mit dem muss ich jetzt auskommen, das hilft nicht. Jetzt muss ich anbauen. Oh, wow. Jetzt komme ich erstmal zu dir runter, guck mal bei dir noch. Jetzt pass mal auf, ich muss mal was nachgucken. Ich glaube, ich habe einen coolen Deal, den wo wir beide damit leben können. Jetzt pass auf, jetzt gucke ich mal was nach. Da muss ich unter
Diverses reingucken. Und zwar, die geben am Tag 3.100, in der Stunde 3.175 Euro. So. Zweimal 3.175. Ich kann mir keinen davon leisten. Ich weiß. Nee, ich habe einen Deal. Zwei ist ein mal. 6.350 in der Stunde mal 24. 152.000. So. Jetzt pass auf. Wenn man die 24 Stunden anhaben, dann wäre es für jeden die Hälfte 76.200. Was hältst du davon, wenn ich meine Solarenergie mit für dich auch verwende und du bekommst jeden Tag, wenn es 24 Stunden um sind, 76.200. So ein guter Deal. Es ist Das ist für eigentlich, den Anfang ein guter Deal. das ist eigentlich ein Geld für uns beide, eigentlich fürs Nix-Tun. Rein fürs Nix-Tun. Das, meine, ist ein guter Deal. So, jetzt gucke ich aber mal runter. Bist du bei dir am Hof auf dem Weg oder? Momentan bin ich auf dem Hof, ja. Ja, ich komme mal runter. Ich schau mal das mal an, was du da vorhast. Und vielleicht kann ich dir bei der Planung und Umsetzung helfen. Gucken wir mal. Bin auch ein Depp, nehme ich den Fendt statt das Auto. Eieiei. Das drehe ich nicht mehr um. Na, wo wird denn das jetzt sein? Wo ist denn das hier? Muss ich jetzt mal schauen. Ah, da hinten ist er im Garten. Ah, guck an, da ist einer im Garten. Servus! Hallo. Du, ich mag ja nichts sagen, aber darf bei dir hier noch die Rundumleuchten brennen, Ich hole mal gleich aus. gell? Ah, schau her, oh, da können wir mal. Oh, stimmt ja, das ist hier eine Wirtschaft, gell? Oh, sogar mit Ja. Stadtplan. Guck Ja. an, sogar mit Stadtplan. Ja. Ah. Kannst du mal sehen. Oh, ja, kann man mal richtig feiern, wenn mal mehrere Leute sind, ne? Guck, und hier ist halt noch was für die Kinder. Das habe ich jetzt für den Anfang noch, das habe ich noch vom Vortyp da übernommen. Das wird nochmal repariert, das wird nochmal anständig gemacht, das wird nochmal richtig sauer gemacht. Jo. Und dann könnt ihr auch Coole nochmal Sache. Kinder drüber rutschen. Na, super, super. Kleine Kinder auf jeden Fall. Jo. Ich werde mich schon nicht reinzwängen. Ja gut, aber liebe YouTube-Leute, das war's dann erstmal für heute. Währenddessen schaue ich mir jetzt noch ein bisschen den Hof hier an bei ihm. Und wie es jetzt weitergeht mit unserem Projekt und vor allem mit unserem jungen Lohnunternehmer hier, das schauen wir uns demnächst an. Bis demnächst. Tschüss und ciao. Tschö.